Nachdem wir im letzten Jahr Zweiter geworden sind auf Kreisebene, kann ich allen mitteilen, was Sie schon wissen. Wir haben uns qualifiziert für die Endausscheidung Niedersachsens. Das bedeutet, dass wir uns in der zweiten Hälfte des Monats September Dörfern von Aurich bis Göttingen, von Helmstedt bis zur Grafschaft Bentheim stellen müssen. 18 Dörfer aus ganz Niedersachsen, die mit Börri aus der Gemeinde Emmertal und dem Landkreis Hameln-Pyrmont und daneben natürlich auch Fuhlen im Wettbewerb stehen. Also wir sind in der Endausscheidung Niedersachsens, sodass auch überregional mit Sicherheit Börri an Wert gewinnt. Und das ist letztendlich auch das Ziel dieses Projektes, Unser Dorf hat Zukunft. Darüber hinaus hat man mir jetzt 3,5 Parameter mitgeteilt, die den Ausschlag gegeben haben. Das ist einmal das Bildungshausprojekt, was wir verwirklichen. Das zweite ist die gute medizinische Versorgung im Verhältnis zur Einwohnerzahl in Börri. Und das dritte ist der Denkmalbestand in Verbindung mit den Höfen und großen Bäumen sowie das dargebotene Vereins- und Verbandsangebot. Diese Parameter, die ich eben genannt habe, haben den Ausschlag gegeben, dass wir diesen Wettbewerb erfolgreich bestanden haben. Zu den anderen beiden Dörfern ist mir gesagt worden, dass in Fuhlen vor allen Dingen das gelebte Leitbild den Ausschlag gegeben hat. Wir haben ein Leitbild, es ist euch allen bekannt, das haben wir auch immer wieder genannt. Aber Fuhlen hat dieses Leitbild besser ausgelebt als jedes andere Dorf. Und Hagen hat sich qualifiziert aus dem Grunde, weil die eine große Kooperation mit anderen Dörfern haben. Das haben wir auch herausgestellt. Der SC Börri, das Sportangebot, lebt auch von den Bürgerinnen und Bürgern, die in unseren Nachbardörfern sind. Oder die Schule. Oder andere Vereine und Verbände leben von der Kooperation mit den anderen Dörfern. Das hat aber für Hagen den Ausschlag gegeben. Nur nochmals und dann auch abschließend, diese Parameter, die ich anfangs genannt habe, das sind Voraussetzungen und die müssen wir auch beim nächsten Mal in die Waagschale legen, weil wir sonst nicht punkten können, wenn es dann um den Niedersachsenmeister geht. Der Landesentscheid wird in der zweiten Jahreshälfte 12 durchgeführt. Die Gesamtzahl der teilnehmenden Dörfer Niedersachsens wird auf 18 festgelegt. Im folgenden Jahr 2013 findet der Bundesentscheid statt. Die Teilnehmer werden durch den Landesentscheid bestimmt. Wie viele das sind, weiß ich aber nicht. Das Ergebnis des Landesentscheids wird dann am 1. Oktober 2012 vorliegen. Die Wünsche. Noch einen schönen, gemütlichen Abend hier bei uns. Dankeschön. Extra, was gibt's denn? Herzlichen Glückwunsch. Nach der Bereisung war ich eigentlich recht zuversichtlich, dass wir uns in Börri so gut präsentiert haben, dass dabei auch ein Weiterkommen gesichert ist. Wir wussten ja, 3 der 6 kommen weiter. Soweit waren die Chancen, denke ich, ganz gut. Wir mussten uns nicht verstecken, das wussten wir. Und auch wenn wir die Zeit ein bisschen überzogen haben, denke ich mal, hat Börri sich ausgezeichnet präsentiert. Ja, und wir haben mit der Dorferneuerung, die ja schon in den 70er, 80er Jahren hier stattgefunden hat, weitergemacht.
und sind dann mit dem Blick in die Gegenwart und in die Zukunft vorgegangen. Ich denke, das ist auch das Erfolgsrezept, mit dem Böri hier punkten konnte. Gerade mit der Zukunftsperspektive natürlich, Stichwort Bildungshaus, Stichwort Umbau statt Zuwachs, Stichwort Städtebauförderung. Würden Sie lieber wohnen auf dem Land oder in der Stadt? Ich bin selber ein Mensch, der vom Land kommt. Insoweit ist die Antwort für mich schnell und knapp gesagt. Ich lebe viel lieber auf dem Land. Ich war gestern in Hannover und muss sagen, nach dem Verkehrschaos, das ich dort wieder erlebt habe, war ich froh, wieder hier zu Hause in Emmertal sein zu dürfen. Bürger, jetzt muss ich doch noch mal unterbrechen für eine Minute. Haben wir auch die notwendige Unterstützung der Gemeinde gehabt. Dafür möchte ich mich auch recht herzlich bedanken. Und Sie können sich jetzt auch bedanken, wenn Sie wollen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Erstmal einen ganz, ganz herzlichen Dank aus Richtung der Gemeinde. Ganz bestimmt, der Killer hat es gesagt, auch im Namen von Herrn Bürgermeister Grossmann. Wir haben eben noch im Verwaltungsausschuss zusammengesessen, aber er hatte leider noch einen Anschlusstermin. Insoweit darf ich ihn heute hier vertreten. Im Namen von Herrn Grossmann, hier der gesamten Verwaltung der Gemeinde Emmertal und des Rates der Gemeinde Emmertal, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie für diese ausgezeichnete Präsentation. Ich habe gerade Herrn Lorenz schon ins Mikrofon gesagt, auf seine Frage hin, haben Sie denn damit gerechnet? Ich habe gesagt, natürlich habe ich damit gerechnet. Ich habe es mitgekriegt, wie Sie sich hier präsentiert haben. Lohnt sich. Und es lohnt sich, ein Dorf, das so viel Zukunft hat wie Böri, dann auch als zukunftsträchtiges Dorf landesweit zu präsentieren. Ich denke, das wird uns im September auch nochmal gelingen. Vielen herzlichen Dank und ich applaudiere Ihnen. Ja, Herr Bützel, herzlichen Dank an die Gemeinde Emmertal. Natürlich haben diese Vorbereitungen und jetzt auch der zweite Wettbewerb, den wir durchgeführt haben, Kosten verursacht. Ich weiß, dass die Gemeinde Emmertal kein Geld hat. Aber ich muss ja sagen, wer es gestern oder vorgestern nicht mitgekriegt hat, der Bürgermeister hat den Zuckerkuchen spendiert. Und Herr Günzel hat auch schon mal bei einem Projektabend einen ausgegeben. Also von daher ist da schon was gelaufen. Wenn ich genau weiß, was das Ministerium jetzt von uns verlangt im September. Die Einzelheiten, hatte ich vorhin schon gesagt, die werden jetzt erst in den nächsten Wochen kommen. Dann werden wir uns nochmal zusammensetzen, denn so ein paar Kosten entstehen ja auch. Und der Förderverein hat schon Axel als Schatzmeister einiges übernommen. Und es war uns ja auch wichtig, und das haben und ihr ja alle mitgekriegt, dass wir das Preisgeld komplett an die Jugendarbeit in den Vereinen und Verbänden vergeben haben. Da ist es angesiedelt. Sprichwort, unser Dorf hat Zukunft. Und wenn wir vielleicht 200 oder 300 Euro jetzt brauchen für den nächsten Wettbewerb zur Vorbereitung und auch zur Ausführung, dann werde ich mal sehen, ob wir das irgendwie zusammenkriegen. Vielleicht sprechen wir dann da nochmal unter vier Augen drüber oder unter sechs Augen, da reden wir dann nochmal drüber. Da brauchen Sie jetzt keine Zusage machen. Ich bedanke mich nochmal, Herr Bützel, auch für die Grüße der Gemeinde. Schönen Gruß an den Bürgermeister. Und der Landkreis, der hat mir heute Morgen auch mitgeteilt, dass er Dank ausdrückt, dass er jetzt nicht hier ist. Hat ja Herr Brandt auch schon gemacht, der stellvertretende Landrat am Dienstag, der sich bei uns allen bedankt hat und damit ist das auch in Ordnung. Schönen Dank und noch einen gemütlichen Abend. Damit wollen wir es jetzt aber auch sein lassen. Genug geredet. Haben Sie Ihr Foto? Rolf hat Rolf, ja, ich auch. Ich auch. Ich habe Rolf gesagt, er sieht zu, dass du irgendwie die Leute im Dorf mobil machst und kriegst da, sieht gut aus. Ich habe bei Janine angerufen, setz mal bei Facebook.